Und zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Heute, diesmal mit dabei SWATCorp. Und natürlich bin ich persönlich auch dabei. Auch SWATCorp genannt. Also SWATCorp, fang mal an zu reden. Ja, gut, dann werde ich mal ganz kurz übernehmen, damit der Kollege mal eine kleine Pause einlegen kann. Wir waren hier stehen geblieben an diesem Stationsteil. Genau. Wenn ich ab und zu mal eine kleine Pause einlege bezüglich des Arbeitens, dann liegt das daran, dass ich ab und zu mal den Schlauch packen werde und den mir mal in meinen Mund einführe. Hört sich gerade ein bisschen pervers an, aber so pervers ist das gar nicht, weil es sich dabei lediglich um eine Shisha handelt. So. Genau, das war mal ganz kurz demonstriert, diese kleine Pause, diese Zugpause. Wir sind jetzt hier im Innern des Schiffes, beziehungsweise der Station. Ein Schiff ist das ja nicht. Hat leider keinen Antrieb. Alles, was keinen Antrieb hat, ist auch kein Schiff. Und jetzt möchte ich anfangen, den Hangar hier so langsam mal einzurichten. Dazu nehmen wir, wie üblich, den wunderschönen Mauernblock. Es ist die Frage, wie weit baue ich das auseinander? Ach, das ist hier keine Schwerkraft. Mache ich mal ganz schnell ein Gravi hin hier. Warum funktioniert das jetzt nicht so, wie ich will? Aber doch nicht, weil er das jetzt hier in tausendfacher Ausführung hier dran setzt, oder doch? Ach so, genau, dann muss ich den Symmetriemodus jetzt eh mal abstellen. Sonst macht mich das Ganze hier körre. Da muss ich jetzt nämlich wieder einzeln dran. Richtig. Einzeln. So, ich muss mir jetzt ungefähr vorstellen, wie die Inneneinrichtung hier aussehen soll. Ich werde das jetzt hier offen reinbauen. Dann werde ich hier eine Treppe an der Seite hochbauen, wo man dann irgendwie da hinkommt. Also ich muss auf jeden Fall bedenken, dass man da hoch gelangen muss. Jetzt muss ich natürlich erstmal überlegen, wie ich das Ganze umsetzen werde. Ich denke mal so viel... Es geht halt schon wieder los hier mit dem... Also ich arbeite jetzt erstmal ohne Symmetrie. Hä? Ich hab doch losgelassen. Ah, jetzt versetze ich die Punkte. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das ist es. Naja, jetzt bin ich wieder so schlecht gelaunt, dass ich ohne diese Symmetrie arbeite. Macht mich wieder ganz körre, die ganze Sache. Also, ich setze den Punkt jetzt einfach mal provisorisch jetzt hier dran. Bis ans Ende. Dabei handelt es sich um 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ach, komm. So, 11 Blöcke sind das. Dann müssen das hier auch in dem Fall 11 Blöcke sein. Also bis hierhin und dann ziehen wir das Ganze hier nochmal entlang. Dann müsste das, glaube ich, sogar passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wunderbar. Auf Anhieb hat das doch schon mal ganz gut geklappt. So, jetzt kommt der Hangar, den wir hier reinsetzen werden.
Ich baue das Ganze jetzt auch wieder in so einer Schräglage. Ich habe da nämlich jetzt so eine Idee, die ich umsetzen möchte. Dazu muss ich aber erstmal noch den ein oder anderen Block verteilen. Nein, so will man. So wollen wir das nicht, aber so hier genau. Das macht das Ganze natürlich nochmal einen Tick kleiner. Ist aber jetzt gerade mal nicht so schlimm. Das ist ja so schon eine große Station. Ist das jetzt ebenbündig? Ja, das ist es. Gut, das hatte ich nämlich auch vorgehabt. Dann ziehen wir den nochmal ein drittes Mal lang. Packen nochmal unser 7er Block aus und bauen das Ganze mal nach oben. Wahrscheinlich gehe ich auch durch die Blöcke hindurch. Ich muss mir ja nur mal hier an den Seiten, das muss ich das auch nochmal dann nochmal zubauen. Weil so kann ich das nicht belassen. Von der Höhe her ist das ganz akzeptabel. Ich werde das jetzt auch so belassen. Somit ziehe ich das bis zum Anschlag durch. Von der Höhe her finde ich das ausreichend. Höher muss ich erstmal nicht gehen. So, jetzt machen wir nochmal ganz schnell diese Reihe auch. Zwei Ebenen hoch. Hier möchte ich dann auch nochmal den Block reinsetzen. Und später will ich dann hier wie so kleine Luftlöcher einbauen. Also in dem Fall so hier, könnte man sagen. Also da möchte ich dann irgendwas reinsetzen. Und ich beschäftige mich aber erstmal nur mit der einen Seite. Ich fange erstmal jetzt hier mit dem Eingang an, da die Teile mal hier zuzubauen, das Ganze ein bisschen gerade aufzubauen, damit man im Inneren nicht unbedingt merkt, dass es sich hierbei um irgend so, so eine Pyramide handelt. Das will ich jetzt hiermit erstmal verhindern, das Ganze ein bisschen verdecken. Dadurch wird die Station ja auch noch mal um einiges stabiler wirken. Finde ich persönlich ganz gut. So, jetzt haben wir hier aber noch einen Block mehr. Den setzen wir auch schnell dran. Also wenn man so von der Seite guckt, von der Größe her, kann man das Ganze sogar so belassen. Hoffe ich mal. Hier setze ich jetzt erstmal den hier dran. Und den hier. Und den hier. Und hier oben die Reihe lösche ich wieder raus, um etwas
Farbe bzw. irgendwelche Rohre hier zu integrieren. So, sieht ja schon mal ganz ansehnlich aus. Denke ich mir jetzt mal so. Für die Landeplattform haben wir dann ja hier ein bisschen Platz, da ein bisschen Platz. Ah, richtig. Ich dachte mir auch, dass man vielleicht... Ich muss das mal gucken, nach dem Speichern, ob ich hier oben noch eine weitere Landeetage integrieren kann. Das wäre natürlich optimal. Ich bezweifle das aber. Das ist zu eng. Weil sonst habe ich gedacht, man kann hier mit einem kleinen Jäger hochfliegen und auch nochmal landen. Aber ja, das lohnt sich nicht, das jetzt noch einzubauen. Deshalb lasse ich das weg. Was haben wir hier? Jetzt baue ich nochmal schnell die gegenüberliegende Seite fertig. Gut, mit dem Symmetriemodus wäre ich jetzt natürlich einiges effektiver gewesen. Oder würde es auch noch sein. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Außerdem habe ich den Symmetriemodus ja eh wieder verstellt. Mal wieder. Das kann ich ganz gut, den immer umzubauen. So, 3 Reihen war der hoch. Und hier oben waren dann wieder diese Gammelblöcke verteilt. Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht ganz so schön, noch nicht fertig. Das kommt ja alles noch mit der Zeit. Hier baue ich jetzt auch nochmal schnell die Sachen zu. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier hinten. Hier habe ich ja dann die Kante, also in dem Fall muss ich das hier oben auch noch zubauen. Dann geht das 1, 2 Blöcke hoch, 1, 2 Blöcke hoch. Dann fängt da schon diese... Ne, das kann ich nicht rauslöschen, weil dann bin ich... Doch, kann ich rauslöschen. Dann kann ich ja hier in dem Fall... Wenn ich nicht falsch liege... Das direkt so dran setzen. Hoffentlich stimmt das jetzt einigermaßen. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Das müsste eigentlich hindern. Aber warum muss ich denn die Reihen jetzt rauslöschen? Hier hinten habe ich die doch auch nicht rausgelöscht. 1, 2, 3 und 4. Okay, das war anscheinend doch nicht richtig. Dann müsste ich theoretisch das Ganze irgendwie so dran setzen. So dran setzen. Und so dran setzen, eigentlich. Aber da ist wieder dann eine Reihe zu viel. Irgendwie kommt das doch nicht hin, oder? Täusche ich mich da jetzt? Das sind 1, 2 Blöcke hoch und dann geht's in die Schräge. Das sind 1, 2 Blöcke hoch und hier würde es jetzt in dem Fall in die Schräge gehen. So hier. Na gut, jetzt baue ich das einfach mal so hier zu, dann müsste das ja eigentlich auch wieder stimmen. Eigentlich. Ne? Jetzt komme ich damit auch ungefähr hin. Hier oben lösche ich dann nochmal die Blockreihe raus und hau den 7er Block, also mit der Tastenbelegung 7 nochmal rein. Ja, und das ist eigentlich vorerst der grobe Hangar. Natürlich kann man das nicht so lassen.
Ich würde sogar, hier müsste das Loch natürlich ein bisschen vergrößert werden. Passen ja sonst nur Behinderte rein. Beziehungsweise behinderte Schiffe, die ziemlich kleinwüchsig sind. Deshalb lösche ich doch mal die obere Reihe hier raus. Damit man nicht ganz so aufpassen muss, während man hier reinfliegt. Jetzt ist das Loch auch schon mal ein bisschen größer. Wirkt es dadurch besser? Hm. Nicht unbedingt. Aber das muss reichen. Das muss reichen. Hier ziehe ich die Blöcke zu. Ach so, was ich noch erwähnt haben wollte, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt erstmal ein bisschen weniger oder weniger Folgen veröffentlichen werde von Space Engineers, also wahrscheinlich dann alle 2 Tage eine Folge. Es hat aber auch damit zu tun, weil ich jetzt momentan mehrere Spiele am Laufen habe und dann schaffe ich es nicht mehr, jeden Tag eine Space Engineers Folge zu drehen und zu veröffentlichen. Nebenbei habe ich ja noch laufen, was ich ab und zu mal raushaue, dieses 7 Days to Die und jetzt ganz neu dazugekommen, Rust. So, hier haue ich jetzt auch nochmal eine Ebene raus. Aufpassen, dass ich hinten nicht wieder irgendwas kaputt mache. Kann ganz schnell passieren, wenn man hier mit der Hand arbeitet. Mit der Hand, ja. Man muss die Maus betätigen für solche Aktionen. Das ist der Oberwahnsinn. So, den ziehen wir bis dahin. So, was hatte ich gesagt? Wie hätte ich das... Da habe ich das nach innen gesetzt. Würde in dem Fall der Block hier kommen. Hier kommen. Und hier. Und hier. Und hier wäre dann die letzte Reihe. So müsste das dann aussehen. Eigentlich, ne? Ja, so sieht's auch aus. Warum ist denn hier der Übergang eigentlich so seltsam? Warum ist denn hier so eine Kante drin und hier ist es wiederum nicht so? Hier sieht es wieder viel gesünder aus. Da gefällt mir das jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum macht er das? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Muss man vielleicht auch gar nicht verstehen. Kümmere ich mal einfach mal später drum. Jetzt erstmal eine Sache fertig kriegen. So. Das wäre in dem Fall der Eingang. Links, rechts, ein paar Landebuchten. Und die Sache ist perfekt. Ja, und hier unten, also in der unteren Etage, werde ich auch einen Hangar einbauen. Ist eigentlich das Sinnvollste. Werde das aber unten ein bisschen anders strukturieren. Weil es ja natürlich auf dem Kopf ist. Und da kann man auch nicht mit Symmetrie dann arbeiten. Das sieht scheiße aus, wenn 1 zu 1 das nochmal auf der anderen, also irgendwie über Kopf ist. Das sieht nicht schön aus. Ja, ich kümmere mich eh erstmal so ein bisschen nur um die grobe Struktur. Das heißt, ich lösche jetzt hier mal was raus, baue eine Tür ein, damit ich gleich weiß, aha, hier ist eine Tür und hier kommt man dann in dem Fall in den nächsten Raum. Und um das, ups, da. Jetzt wollte ich eigentlich eine riesengroße Wand hier langziehen. Ich merke aber, dadurch, dass das hier sich um so eine Schräge handelt, ist das vielleicht doch nicht so sinnvoll.
Weil sonst baue ich ja schon wieder außerhalb der Station und kann später die ganzen Blöcke rauslöschen. So, das ist erstmal ganz grob so gesetzt. Ganz grob nur. Weil, um da hoch zu gelangen, werde ich das eh so bauen, dass man hier eingeschlossen ist. Das heißt, Entschuldigung, das muss ich hier alles gar nicht aushöhlen. Also könnte ich machen, dann wäre die Station stabiler, wenn mir irgendjemand hier reinbasht. Aber mir geht es gerade nicht um Stabilität. Hört sich komisch an, ist aber so. So, mal wieder gespeichert. Jetpack. Ist hier wieder keine Schwerkraft? Doch. Hat mich gerade ein bisschen verwirrt, das ganze Speichergedöns mal wieder. Sucht sich ja immer die besten Zeiten aus. Aber ich bin froh, dass er abspeichert, sonst hätte ich wahrscheinlich schon die eine oder andere Sache verloren. Warum übernimmt denn der das manchmal nicht? Seltsam. Genau, die Treppe. Die Treppe, die Treppe, die Treppe. Die wäre in dem Fall hier. Ich würde die dann auch hier reinsetzen. Ganz normal. Wie sie es gehört. Hier die nächste Treppe. Und hier die nächste Treppe. Dann mal eine kleine Etagenpause. Das heißt, hier baue ich das Ganze zu. Und auch runter. Wenn ich es mal hinkriege, wie jetzt. So, dann baue ich das jetzt mal ganz schnell hier zu. Hier müsste das dann auch eigentlich zu sein. Dann kommt man halt von der Seite aus da hoch. Von der Seite kann ich eigentlich auch noch was einfügen in Gang, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Eigentlich reicht auch eine Seite, um hoch zu gelangen. Aber das erledigen wir dann in der nächsten Folge. Deshalb sage ich schon mal bis dann.